Ja, meine Damen und Herren, ich darf Sie recht herzlich begrüßen zu unserer Pressekonferenz des SV in Zweibrücken vor unserem Heimspiel gegen Eintracht Trier am kommenden Samstag um 14 Uhr. Ich darf die Damen und Herren der Presse begrüßen, vom Fenster Merkur und von der Rheinpfalz. Und wieder Gäste hier, wie immer, zu meiner Rechten unseren Coach Guido Hoffmann. Hallo Guido, grüß dich. Und unseren Spieler, den Riad Tafidovic. Hallo Riad, grüß dich. Ja, Guido, wir hatten ja am Wochenende spielfrei. Das Spiel gegen Kaiserslautern wurde ja verlegt. Vielleicht nochmal, wie hast du die Zeit überwunden in deiner Mannschaft? Und habt ihr die zwei Niederlagen gut verarbeitet und seid ihr gut drauf? Ja, hallo erstmal an alle. Gut, zum vergangenen Wochenende notgedrungen hatten wir spielfrei, da der 1. FC Kaiserslautern darum gebeten hat. Und wir selbstverständlich den Wünschen anderer Vereine entgegenkommen. Wir hatten auch das Spiel gegen Eintracht Trier angefordert, dass es auch verlegt worden werden sollte. Erst beim Verband, der hat aber das abgelehnt. Und dann haben wir bei Eintracht Trier nachgefragt. Die haben es dann aus organisatorischen Gründen abgelehnt. Und so werden wir halt am Wochenende spielen. Zur Zeitvertreib, was wir gemacht haben am Wochenende, beziehungsweise jetzt in den letzten Tagen. Wir haben natürlich es genutzt, die Spieler, die ein bisschen angeschlagen sind oder waren, dass sie sich ein bisschen auskurieren konnten. Sie haben also halt schon fast selbst das Trainingspensum bestimmt. Natürlich in Absprache mit den Physiotherapeuten, den Ärzten und auch mir. Das war Kupka, Diroglu, Boxall, Ivo, Czaput und Dominik Haug. Das sind die Spieler, die in den letzten Tagen ein bisschen weniger gemacht haben, beziehungsweise dosierter trainiert haben. Der größte Teil ist aber gestern wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen und der letzte Rest wird dann heute auch richtig einsteigen ins Mannschaftstraining, um auch das Spiel gegen Trier vorzubereiten. Was uns wehtut, ist sicherlich die Länderspielabstellung von Tyler Miller. Der wird am Wochenende nicht zur Verfügung stehen, da er für die Vereinigten Staaten in der Olympia-Auswahl spielen wird. Ob er beim Offenbach-Spiel wieder da ist, werden wir mal schauen, weil das überschneidet sich da gerade um einen Tag. Wir sind da auch in Kontakt mit dem amerikanischen Verband und hoffen, dass da auch ein bisschen Einsicht ist, dass der Junge halt auch für unsere Mannschaft, für unsere junge Mannschaft sehr, sehr wichtig ist. Zur Verarbeitung der zwei Niederlagen, die sicherlich unglücklich oder nicht so verdient waren, werden sie vielleicht mehr verdient gehabt in den beiden Spielen. Kann ich dazu nur sagen, dass wir das gar nicht als Niederlage sehen, sondern auch als, für uns als Mannschaft als Fortschritt sehen und auch den nächsten Schritt nach vorne am Wochenende machen wollen. Wie sich das ergebnistechnisch dann auszahlt, wird man dann sehen, weil man hat sicherlich seine Ideen im Kopf, wie der gegnerische Trainer auch, und dann hängt es davon ab, wie es umgesetzt wird und wie man seine Ideen, ob man die besser durchsetzen kann als der Gegner. Und dann werden wir hoffentlich auch mit einem positiven Resultat am Wochenende dastehen. Vielen Dank, Guido. Riad, kommt mal zu dir. Du bist neu beim SV in Zweibrücken seit der Winterpause. Vielleicht ganz kurz, wie hast du dich hier eingelebt und wie gefällt es dir hier? Hallo erstmal alle. Und ich bin ja im Winter neu dazugekommen. Und ich muss sagen, ich komme sehr gut im Verein zurecht und auch mit den Jungs. Und wir sind fast alle in derselben Altersgruppe, außer zwei Spieler. Der Ernest, der ist der Einzige, der mit der 30 Jahre alt ist. Ja, und wir sind alle noch jung, wir sind alle hungrig. Und ich muss an dieser Stelle auch den Trainer loben. Wir lernen jeden Tag was von ihm. Und auch in dieser Hinsicht hilft uns das jeden Tag weiter. Und wir arbeiten alle an uns. Vielleicht dann gerade noch die Nachfrage. Samstag ist das erste Heimspiel hier bei uns im Westfalenstadion gegen Eintracht Trier. Nach den zwei Spielen gegen Mannheim und Saarbrücken, was habt ihr euch da für Samstag vorgenommen? Ja, wie Trainer da gesagt hat, wir sehen die zwei Spiele jetzt nicht als Niederlage. Das war von manchen Spielern von uns das erste oder zweite Regionalligaspiel. Wir sind ja noch jung und wir haben nicht so viel Erfahrung in der Regionalliga. Aber ja, wir sind auf jeden Fall sehr, sehr gut vorbereitet auf Trier. Und ich bin auch
fest davon überzeugt, dass wir die ersten drei Punkte dann zu Hause einfahren werden. Okay, das ist eine gute Sache. Guido, Ausblick noch auf Samstag. Ich glaube, du hast Trier auch schon gesehen. Möchtest du noch was zu Trier sagen? Ja, natürlich habe ich Trier gesehen. Ich habe sie in zwei Spielen mir anschauen dürfen oder können. Und es ist eine sehr, sehr kompakte Mannschaft, und die sicherlich auch nach vorne hin ein bisschen ihre Probleme haben, was das Torschießen betrifft. Sie haben auch in den 24 Spielen, die sie absolviert haben, 17 Mal getroffen, haben aber auch nur 24 Gegentore kassiert. Das heißt, also was das Defensivverhalten dieser Mannschaft betrifft, ist sicherlich überregionaliger Schnitt. Und das liegt jetzt an uns, dass dieser Schnitt ein bisschen nach oben gedrückt wird, dass wir auch letztendlich mal zum Torerfolg kommen, weil zum Torabschluss sind wir auch in den letzten Spielen gekommen. Und ich bin mir auch sicher, da wir auch tagtäglich unter anderem auch daran arbeiten, was die Torgefährlichkeit und Torerzielung auch betrifft, dass es, wenn der Bock, wie es so schön heißt, mal umgestoßen wird, dass dann auch der Mannschaft, sie hat schon Selbstvertrauen, ja, aber dass es dann auch noch mehr Sicherheit geben wird. Und dann werden auch die Offensivaktionen sicherlich konsequenter und zielstrebiger. Ansonsten wird in Trier sehr gute Arbeit geliefert. Ja, das zeigt der Tabellenplatz, der Punktestand. Und wie ich gerade schon sagte, das Torverhältnis, das stimmt ja alles ganz gut. Oder da kann man schon mit leben, glaube ich, in Trier. Obwohl man sicherlich vor der Saison da größere oder höhere Ziele hatte. Aber das hat sich ja auch im Laufe der Saison ein bisschen revidiert. Woran das gelegen hat, das ist nicht meine Aufgabe, darüber was zu sagen, sondern das ist Sache von Eintracht Trier. Und gut, Sie werden uns auch kennen, da ja der ehemalige Trainer hier von SV1 Zweibrücken dort jetzt tätig ist und der ein oder andere Freund, der ihm dann auch noch hilft, hoffe ich natürlich, dass wir dann auch, so wie die Trier auch motiviert in diese Partie gehen, und dann soll sicherlich der Bessere gewinnen. Okay, Guido, vielleicht noch ganz kurz, du hast die angeschlagenen Spieler angesprochen, die ein bisschen weniger ein bisschen weniger trainiert haben. Werden die alle fit für Samstag oder gibt es noch definitive Ausfälle, jetzt außer Miller? Ich gehe mal davon aus, dass wir mit der kompletten Kapelle bis auf Tyler, dass da alles zur Verfügung steht. Und wir haben noch Oka Gündis, der jetzt auch 4 Wochen verletzt sein wird. Ob er nochmal zurückkommen wird, das werden wir sehen. Wir stehen da auch in Kontakt mit ihm, weil es hat ja keinen Sinn, wenn ein Spieler jetzt über mehrere Wochen verletzt ist, gerade in dieser Phase, wie im April. Ich weiß gar nicht, wir haben 6 oder 7 Spiele im April. Ja, das geht ja Schlag auf Schlag. Und dann wird er uns sehr wahrscheinlich nicht mehr helfen können, bis er dann wieder auf diesem Niveau ist, wo die Spieler sicherlich sein werden, wenn sie kontinuierlich weiter trainieren und spielen. Weil jedes Spiel, jedes Training gibt den Spielern mehr Sicherheit, mehr Vertrauen und auch mehr Erfahrung kommt in die Füße und auch in die Köpfe rein. Und ansonsten ist alles an Bord, und dann gucken wir mal, wer dann aufläuft und wer dann letztendlich dann auch das Spiel bestreiten darf. Vielen Dank, das waren so meine Fragen. Die Presse sind Fragen an die beiden Herrschaften. Drei englische Wochen nacheinander, also mehrere Wochen erst Offenbach, dann Kaiserslautern, dann Koblenz. Dazwischen noch das reizvolle Derby gegen Pirmasens. War da der Spielausfall jetzt was, wo man nochmal Kraft geschöpft hat für das Programm, oder kam das eigentlich ungelegen? Weil so schlecht lief es ja eigentlich vorher. Ne? Es läuft auch jetzt nicht schlecht. Ne? Also bis gestern lief es auch nicht schlecht. Wir hätten gerne gespielt in Kaiserslautern, aber wie gesagt, der Verein ist auf uns zugekommen, und aus bekannten Gründen wurde darum gebeten, ob wir das Spiel verlegen dürfen oder können. Dem haben wir entsprochen, ohne Rücksicht auf die englischen Wochen, sondern ganz einfach, weil das eine ehrliche Anfrage war des Vereins. Und dann sehe ich also auch keinen Grund dafür, da irgendwas dagegen zu haben. Und andere Vereine handeln das anders, okay, müssen wir auch akzeptieren. Und wir haben diese Zeit genutzt, um die etwas angeschlagenen Spieler, dass sie sich wirklich regenerieren konnten und auch dosiert trainieren konnten.
um dann auch für diesen April jetzt wirklich gerüstet zu sein. Weil im April dürfen wir uns keine Rückschläge, was das Personal betrifft, erlauben. Da wird jeder gebraucht und da wird sicherlich auch hin und wieder mal eine andere Mannschaft auflaufen, was die Erste Hilfe betrifft, auch aufgrund der Tatsache, dass halt die Belastung doch sehr groß sein wird. Also weil man jetzt so ein gedrängtes Programm hat, kann man da in den zwei spielfreien Tagen, die man zwischen den Partien hat, kann man da noch irgendwelche Rädchen drehen oder ist das jetzt, muss das alles justiert sein und dann muss der Laden rum, bis dann der April rum ist? Ja, wenn ich nur mal das Spiel sonntags Pirmasens und dienstags Koblenz nehme, dann werden wir montags nicht mehr viel justieren können. Ja, es wird sicherlich, das Training muss dann so abgestimmt sein, dass man sich so regeneriert, dass man dann zum nächsten Spiel wieder 100% einsatzfähig ist oder seine Leistung abrufen kann. Großartiges oder Defizite, die man da hat, die sollte man doch möglichst bis gestern so aufgearbeitet haben, dass man dann auch davon zehren kann. Ist der Mirko Gellinger so weit hergestellt, dass er am Samstag dann spielen könnte oder fallen die Würfel auf die Seite von Dirk Jan? Der Mirko Gerlinger ist bis 31. März krankgeschrieben. Hier sitzt der noch im Torwart. Feuerspieler. Ah, ja. Der bringt ein bisschen mehr Fitness mit der Grundfitness. Tobias, also jetzt für euch, da ihr wahrscheinlich den Ex-Trainer, ich glaube, Müller kann den ja schon bei ihm gespielt, kennt nicht unbedingt ein besondereres Spiel als alle anderen. Ich habe mit Herrn Rubeck noch nicht ein Wort gewechselt, kann ihn also auch da überhaupt nicht irgendwie klassifizieren. Ich weiß nur, dass er hier sehr gute Arbeit geleistet hat, dass der SVN 2 unter ihm in die Regionalliga aufgestiegen ist, die Regionalliga gehalten hat, sogar mit einer sehr guten Platzierung. Alles andere ist für mich ein ganz normales Regionalligaspiel. Ja, und ob das jetzt gegen Kaiserslautern, wobei Kaiserslautern ist schon ein bisschen anders, aber ob das jetzt gegen Saarbrücken geht oder Elversberg, Mannheim oder Trier, das sind alles klangvolle Namen mit einer großen Historie und das ist schon, alleine der Name muss Motivation genug sein, um gegen diese Mannschaften im Wettkampf zu stehen. Ist vielleicht eher für die Personen drumherum, die hier schon länger sind, was das was Besonderes, aber vielleicht eher vorm Spiel oder nach dem Spiel, weil auch ich oder andere haben mit Peter hier lange Jahre zusammengearbeitet. Weitere Fragen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann erstmal noch hier. Du darfst noch einen Tipp abgeben für Samstag. Was tippst du? Ja, ich muss erstmal dazu sagen, wie man so schön sagt, das Sprichwort, das Glück ist mit dem Tüchtigen. Und ich denke, wir sind tüchtig seit dem 8. Januar. Wir haben sehr viel trainiert, sehr viel an uns gearbeitet. Und ich denke, Samstag ist es soweit, dass das Glück auf unserer Seite ist. Und Ergebnis, ich denke mal, dass wir 2-0 gewinnen zu Hause. Okay, das wäre ein super schönes Ergebnis. Also Samstag, 14 Uhr, Heimspiel hier im Westfalenstadion gegen Eintracht Trier. Dann wurde es schon angesprochen, die englischen Wochen kommen jetzt. Wir spielen dann nächsten Mittwoch, 1. April, bei Kickers Offenbach um 19.30 Uhr. Und dann Samstag, also Samstag, 4. April, das ist der Ostersamstag, hier im Heimspiel gegen Hessen Kassel. Noch eine Info an die Presse oder alle, die das hier schauen. Die nächste Pressekonferenz werden wir dann Donnerstag machen, 16 Uhr, vor dem Heimspiel gegen Kassel. Ja, da möchte ich mich bedanken für Ihre Aufmerksamkeit. Wie gesagt, ich hoffe, wir sehen uns alle am Samstag hier gegen Eintracht Trier. Wird mit Sicherheit ein tolles Spiel hier werden. Und ich hoffe, dass dein Tipp dann in Erfüllung geht. Da möchte ich mich bedanken und bis Samstag und darf damit die Pressekonferenz schließen. Vielen Dank.